Und weiter geht es mit Watch Dogs natürlich, nicht weiter geht's Watch Dogs. Wo leben wir denn? Wir leben in Deutschland, da heißt nicht weiter geht Watch Dogs. Weiter geht's mit Watch Dogs. Dann richtig. Wir fahren direkt wieder zur nächsten Mission, nachdem wir in der letzten Folge die City OS Netzwerk in diesem netten Wasserkraftwerk gehackt haben. Oder, ja, das ist ja gar nicht hier unten. Ich hätte getan, als wären wir jetzt gerade vorbeigefahren, aber das sind wir ja gar nicht. Und jetzt gehen wir zu diesem Yacht-Typi. War doch Yacht, glaube ich. Nein, Gang versteckt, nein, danke. Erstmal nicht mehr. Ich kann ja mal nachgucken, wie viel Prozent wir mittlerweile haben. 13%. Was? Akt 2 haben wir erst eine Mission abgeschlossen. Ich glaube, das wären mehr gewesen. Akt 6, Akt 4. Oh Gott, dann wird das wirklich lange dauern. Nein, ich will das Spiel auch nicht durchziehen, keine Sorge. Ich überlege immer nur mit den Überäußerungen von Ubisoft mit der Länge. Deswegen. So, Missionspunkt. Und Mission starten. Akt 2, zerbrechliche Ware. Hier wurde einer von Damien angeheuert. Robert Racine. Ich fange mit dem Besitzer an. Und arbeite mich nach unten. Bleib cool, nicht den Kopf verlieren. Verstanden, jetzt heißt es einen Weg finden dadurch. Finde den Zugangscode zu Regines Büro. Ah, da ist sogar eine Kamera, cool. Kommen wir, sind noch mehr Kameras? Nein, die nützt mir nicht viel. Die da oben nützt mir mehr. Aufzug. Haben wir hier noch eine Kamera irgendwo? Ach, wer bist denn du? Ließ kürzlich Diabetesmedizin umstellen. Die hätten wir umbringen können. Hypothekenantrag wird zurzeit geprüft. Das heißt eigentlich nur den Typen, die abwarten, aber... Es ist keine Kamera direkt in der Nähe. Oder bin ich... Doch, da oben ist einer. Mal komplett raus tun am besten. Kann Versteckung rufen. So, dann gucken wir hier. Der hat doch bestimmt was dabei. So. Oh. Eine Fehlfunktion der Tür, mehr nicht. Der Typ könnte gefährlich werden. Wer hat denn hier die Codes zur Hölle? Das wollte ich gar nicht. Ach, der hat bestimmt die Codes da. Nein, keine Geburtsurkunde. Hast du die Codes? Gefangen, abgefangenes Audiolog. Monate in der Reha. Aber jetzt steht es fest. Der Arzt meint, dass mein Bein nicht mehr heilt. Ich werde mein Leben lang am Stock gehen. Vielleicht sogar im Rollstuhl sitzen. Diese Schweine haben mich verkrüppelt. Sie wollten mich warnen, mich in ein neues Leben auf Bermuda scheuchen. Aber was könnte verdammt nochmal so wichtig, so geheimnisvoll und so gefährlich sein, dass sie einen verkrüppeln, der nur einen Blick darauf geworfen hat? Die haben mich nicht angeschrien. Nichts gesehen. Ich sehe da drüben nach. Die haben mich erst richtig heiß gemacht. Okay. Stellt unter einstweiliger Verfügung. Ich sehe nicht mehr. Ach, mir reicht's. Wer bist du? Wo kommst du her? Da rechts ist noch einer.
Wo ist der denn mit dem scheiß Zugangscode? Ich weiß nicht, wo der mit den Zugangscodes ist. Damien Pranks 03. Interessant. Ich hoffe, ich verlasse jetzt nicht das Missionsgebiet. Ich gehe mal außen rum. Außenrum, außenrum, außen, außen, außenrum, außenrum. So. Kommen wir jetzt aufs Dach? Ja, mega geil. Cool, ich laufe dem Dach. Ja, das ist nur die Frage, wo ist der scheiß Typ hier mit den Codes? Da hinten haben wir die Kamera. Haben wir hier noch eine Kamera irgendwo? War doch einer, ja, da oben. Kann ich da nicht jetzt in die Halle reingucken, hier links? Ah, das wäre die Halle. Der hat eine Mobilkamera dabei. Ja, ich habe es alle scharf gemacht. Die sind jetzt mal da drinne. Ich lasse sie wieder raus. Ich warte eigentlich jetzt drauf, dass der große Typ, weil der am nervigsten ist, hier hinkommt zu dem Sprengding. Dann hätten wir da nämlich unsere Ruhe von dem riesen Typen. Von dem Vollstrecker. Komm. Ja. Rück vor und finde den Bastard! Wieso, Bastard? Mann, verloren! Wir schalten die alle strategisch aus. Achtung! Hier ist nichts! Das machen wir mal nach oben. So, jetzt kommt der mit seiner scheiß Schrotflinte gleich an. Wer bist du da hinten? Hier ist er nicht. Der hat's. Scheiße. Komm jetzt. Ich sehe nichts. Ich suche woanders. Ich wollte eigentlich auch den Typen haben. Weiter geht's. Ja, er kommt raus, sauber. Durchsuchen Sie Weschins Büro nach Hinweisen zu Niki. Wo ist das Büro? Natürlich da drüben. Hier ist gar nichts. Wir können aber jetzt von hier oben sauber snipern. So. Bleibt nur einer übrig. Aufpassen! Steht nicht nur das, sucht schon. So, wo bist du, Junge? Achtung! Oh, Geld. Was? Was hat der? Diagnose sexuell übertragene Krankheit. Mit 21. Okay. So, jetzt haben wir nämlich unsere Ruhe, weil ich keine Sau mehr lebt. Ich bin ganz stolz mit mir für diese Vorgehensweise.
zwar sauber, alle ausgelöscht, kaum richtig ballern müssen in dem Sinne. Nichts. Der Computer. Ich hack die Kameras durch den Computer. Robert Redsteins Computer hacken. Engagierter Anwalt für unser Weltrecht. Schön, dich zu sehen. Und hacken. Legst du mich aufs Kreuz, Mann? Ich hab die Pierce-Frau gebracht. Die Frau, ja. Aber ich sagte doch, lass das Kind in Ruhe. Glaubst du, ich bezahle dir mehr? Du machst alles komplizierter. Wer ist da hinter mir her? Hast du den geschickt? Hab ihn nicht geschickt. Aber ich hätte dich wohl vor Eden warnen sollen. Du musst mir helfen, oder ich sag ihm alles, was ich weiß. Und genau deshalb weißt du nichts. Er wird nicht erfreut sein, wenn er das rausfindet. Scheiße, Mann, und jetzt? Gib dir Mühe. Viel Glück. Da haut wohl einer ab. Du verdammter Wichser. Dich lasse ich nicht erkommen. Kennen Sie das Ziel perfekt bauen aus? Okay. Was ist ein Takedown? Das war nochmal ein Takedown. Nein! Scheiße. Scheiße. Ja, ich hab Scheiße gebaut. Ich komm nicht mehr hinterher. Ich hätte mich... Hallo? Kriegt Sie endlich jemanden hier raus, okay? Wird gemacht. Raus sofort. Und wiedersehen. Oh Mann, ich hätte mich hacken müssen. Was war denn nochmal ein Takedown? Schalten Sie jetzt hier per Takedown aus. So. Schalten Sie das Ziel per Takedown ab. Wartet. Wo war nochmal? Nein. Tutorial war hier mit drin, ne? Glaube ich zumindest, aber nein. Was war nochmal ein Takedown? Takedown, wo bist du? Gameplay ist normal. Singende Forelle. So. So. Ah, da steht das Auto. Jetzt habe ich es verstanden, wo das. So. Ich habe das Auto eben übersehen. Ist ja nicht irgendwas, was ich da dran werfen kann. Hallo? Kriegen Sie endlich jemanden hier raus, okay? Wird gemacht. Das wird ihm den Tag versauen. So. Jetzt kommen Sie der Versteckung des Clubs. Losfahren würde, wäre ich sehr dankbar, der Scheiße. Oh, ich hab gedacht, nein. Scheiße, ich hätte ihn überfahren sollen. Das wäre die beste Möglichkeit gewesen, glaube ich. Einfach überfahren. Ja, überfahren wäre die beste Möglichkeit gewesen. Du meinst, du kannst... War schön, dass die Explosionswelle ihn nach unten drückt. So. So, und gibt Gas. Mist. Oh, ich hasse es, das Auto. Ey, wieso? Wenn ich nach rechts lenke, fährt es wohl plötzlich nach links. Also, so, die meine Hintersteuerung, das ist wohl plötzlich mein Extrem in die andere Richtung zu gehen. Hallo?
Wird gemacht. Bleib mit dran. Wir brauchen jeden Mann. Ramin, worauf wartest du denn? Was wäre so schön gewesen, oder nein? Den ramm ich von der Straße. Nimm mich von der Straße ram. Meinst du, ich ramm dich von der Straße? Och Mann, ich hätte ihn ja schon tot gehabt, aber nein. Ramin! Ramin! Er ist aufgestiegen! Oh, ganz ehrlich. Da steigt man dann aus und dann passiert sowas. Och Mann. Och Mann, oh. Fängt den Wichser ab! War Zeit, dass ihr auftaucht. Ach, da geht's lang. Ich bin tot. Alter, lenk doch nach rechts, wie ich's drücke. Nein, der wird nach links gefahren, wieder mal. Ramm seine Karre, mach schon! Mann, 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 jetzt ist die Karre fast hinüber, weil ich in den Gastank gedonnert bin. Das kotzt mich schon ein bisschen wieder an. Jetzt aber, knallt's. Mann, 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 Mann. Bring den Licht ab! So. Fahr ihm rein, ist weg. Wiedersehen. Ich bräuchte ein neues Auto. Gut. Gut geparkt. Langsamer. Guck da drin. Sieht ihn irgendjemand? Nein. Ihr seht mich nicht. Ihr seht mich nicht. Tschüssikowski. Tschüssikowski, ihr alle. Könnt mich mal. Sehr schön. Wir oh, danke. Ja, Zivilist verletzt. Oh. Verarsch mich nicht, Aiden. War ich nicht deutlich genug? Lass die Finger von Jackson. Ja, was das angeht. Ein Angestellter war etwas übereifrig. Dein Neffe ist nicht auf meinem Radar. Aber wenn du wieder eigene Wege gehst... Hol meine Schwester ans Handy. Hör mal. Glaubst du, du hättest hier was zu sagen? Du sprichst mit Niki, sobald du etwas Nützliches für mich hast. Folge der IP-Adresse und wir reden. Im Moment verschwendest du nur Zeit. Akt 2, zerbrechliche Ware. Oh, geschafft. Gott sei Dank, ey. Selbstjustizintervention. Damien kennt mich zu gut. Weiß genau, wie ich reagiere. Er musste schon eine ganze Weile planen. Der Mann geht wie immer zu weit. Er wird Niki was antun, wenn er nicht bekommt, was er will. Okay, fürs Erste werde ich mitspielen. Ich folge dieser IP-Adresse. Aber ich werde ihn irgendwie erwischen. Ja, und der IP-Adresse folgen wir irgendwann wieder. In der nächsten Folge werden wir uns um das CTOS-System hier in dem Bezirk kümmern. Dann fehlen nur noch das hier. Dann haben wir, sonst sind wir mit allen verbunden. Sehr schön. Und es tut mir letztlich immer so ein bisschen laut werden, um das Spiel anfangen zu kritisieren. Das ist meine Art und Weise. Wenn ich sauer werde, weil es nicht so klappt, wie ich es mir vorstelle. Aber ich hoffe, euch hat die Folge trotzdem gefallen. Es war jetzt eine Mission, aber ich bin eigentlich mit meinem Vorgehen bis zu dem ersten Mal, nachdem wir den Typen entdeckt haben, wir ihn verfolgen mussten, zufrieden gewesen. Chicagos Polizei sucht weiterhin den. Nein, ich möchte kein Radio hören. Auf jeden Fall, ich bin zufrieden mit mir eigentlich gewesen. Soweit ich hoffe, ihr auch. Und wir hören uns dann in der nächsten Folge wieder. Ciao.